Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich muss heute mal auf den alten Konflikt eingehen, Dividende versus keine Dividende. Und zwar hatte ich da jetzt einige spannende Diskussionen zu diesem Thema und möchte gerne mal so ein kleines bisschen auf mein Fazit eingehen. Und zwar, wir Deutsche sind natürlich sehr auf Effizienz getrimmt. Und das sieht man an der Wirtschaft, wie das alles aufgebaut ist und ja, wie man auf Genauigkeiten setzt und so weiter. Das ist quasi in den Genen der Deutschen drin. Und genau so ist es natürlich auch bei der Geldanlage, weil wenn wir ehrlich sind, Dividenden per se, wenn man eines Tages einen Strich drunter macht, sind nicht so besonders sinnvoll. Natürlich, das sind die Argumente der Kritiker. Man muss darauf Steuern zahlen und im Vermögensaufbauprozess wird sowieso wieder nur angelegt. Das heißt, du musst erstmal 25% Steuern auf den ganzen Spaß zahlen und du hast gleichzeitig auch noch Gebühren, das Ganze wieder anzulegen und noch den Mehraufwand. Da ist es doch viel sinnvoller, einfach von mir aus auf thesaurierende ETFs zu setzen oder auf Werte zu setzen, die eben keine Dividende ausschütten, einfach weil man sich diesen Betrag sparen kann. Und das ist von der Theorie her natürlich auch erstmal vollkommen richtig. Und das passt auch. Ich kenne mich ja selber. Ich versuche alles immer weiter so möglich, so ja, in meinen Excel-Tabellen und so weiter, so auf Effizienz zu trimmen und ich gucke, wo könnte ich was einsparen und was hat das dann für einen Effekt nach 20 Jahren und so weiter und so fort. Das ist die klassische Rechnung, okay, du trinkst halt den einen Kaffee bei Starbucks am Tag weniger und nach 20 Jahren hast du 1 Million mehr oder sowas, ein bisschen übertrieben gesagt. Das ist auf der einen Seite natürlich richtig. Das Problem ist, wir Menschen sind leider nicht alle Homo economicus. Wir sind leider nicht so besonders rational in vielen Punkten. Und das ist genau die Sache, auf die ich hinaus möchte. Man sagt ja immer, die Dividenden sind eigentlich so eine Sache, das ist quasi für den Kopf eine gute Sache. Und ich glaube, dass das weit wichtiger ist als das, was wir vielleicht am Anfang glauben. Ich bin jetzt schon ein kleines bisschen länger an der Börse, wobei so lange jetzt auch noch nicht, aber ich habe mich schon mit sehr vielen Aktionären unterhalten. Und eigentlich kommt immer wieder raus, dass das größte Problem an der Börse nicht unbedingt ist, ob du jetzt den einen Winner erwischt hast oder sowas. Das macht zwar schon sicherlich von den Prozenten her irgendwie einen 1% oder 2% Unterschied oder sowas. Die größte Gefahr für den langfristigen Erfolg, für den langfristigen Vermögensaufbau ist der Aktionär selber. Und das natürlich, das liest man quasi in jeder relevanten Studie, die Privatanleger haben unterm Strich in der Regel eine deutlich schlechtere Rendite als der Gesamtmarkt. Und das Problem Nummer eins ist das Kaufen, wenn die Kurse halt extrem oben sind, beziehungsweise das nicht, sondern das Verkaufen, sobald es gen Süden geht und dann wartet man ewig, bis man wieder einsteigt und dann steigt man wieder ein, wenn quasi die ganze Panik vorbei ist und die Kurse wieder deutlich höher stehen. Also das größte Problem, was die meiste Rendite kostet, ist das, dass die Aktionäre einfach verkaufen, dass die Leute verkaufen. Das sieht man, ist ja egal, welche Studie man anguckt, man kann sich auch die nackten Zahlen angucken, wenn man sich die vom Deutschen Institut für Aktien, vom DHI Aktieninstitut, wie auch immer, wie das halt nach oben und unten geht, die Aktionärszahlen. Ich bin sehr gespannt, wie die Aktionärszahlen in diesem Jahr ausschauen werden. Wir sehen es, wenn die Kurse nach oben gehen, dann kommen die Leute zur Börse. Wenn die Kurse fallen, dann verkaufen die Leute. Das ist ja Common Sense, so ist das. Und das passt ja letztendlich nicht zusammen. Wenn wir auf der einen Seite versuchen, alles so effizient wie möglich zu machen, auf der anderen Seite schauen wir aber, dass eigentlich das, was sinnvoll wäre, wenn die Kurse nach unten gehen, dann müssten die Leute doch zur Börse kommen. Aber das ist nicht der Fall. Irgendwie ist Geldanlage fast zu einer emotionalen Sache verkommen. Und ja, wenn man es schafft, seine thesaurierenden ETFs auch in den Zeiten, wenn es nach unten geht und so weiter, zu kaufen. Wenn man das hinbekommt, dann feuerfrei. Dann ist es eine super Sache. Ich glaube aber, dass die Dividende ein Punkt ist, der viele Aktionäre davon abhält, zu verkaufen. Und zwar glaube ich einfach, dass wenn es in Zeiten des Abschwunges ist und die Leute weniger auf die Kurse achten, sondern mehr auf die Dividenden achten, mehr auf die Erträge setzen, dass die Leute dann nicht so wahrscheinlich, oder dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass die Leute verkaufen. Und nicht nur das, ich glaube auch, dass die Leute, insbesondere wenn sie Einzelaktien haben, die eine Dividende ausschütten. Da ist irgendwie, ja, halt eine emotionale Bindung fast an das bei dem Unternehmen da. Keine Ahnung, du hast eine Coca-Cola im Depot, du hast eine McDonald's-Aktie im Depot, dann ist es einfach so, dass du
in der Krise, keine Ahnung, 2020 und du siehst, dass die, dass tausende Autos an so einer McDrive-Schlange stehen oder da ist irgendein Apple Store und das sind trotzdem, ach, die Leute campen davor, um das neue iPhone zu bekommen. Und das, obwohl der Aktienkurs vielleicht gerade eingebrochen ist. Ich glaube, dass das, ja, dass man da irgendwie eher einen Bezug zu hat als zu diesen Instrumenten eines ETFs. Das ist sicherlich unterm Strich rational betrachtet das Sinnvollste. Aber gleichzeitig hat es vielleicht auch ein erhöhtes Risiko, dass die Leute eben, wenn es nach unten geht, verkaufen. Und ich habe das selber 2020 mitbekommen. Ich habe in meinem Umfeld investiert quasi jeder. Also es gibt es eigentlich nicht mehr, dass ich in meinem Umfeld, dass jemand nicht in Aktien investiert, das ist vielleicht nicht aus, okay, dann hat er Immobilien und steckt sein Geld da rein. Aber ich sag mal, wahrscheinlich 90% meines Umfelds hat zumindest Aktien. Und viele, leider viel zu viele, haben 2020 ihre ETFs verkauft, überwiegend ETFs, verkauft und sind viel später dann wieder eingestiegen, als die Kurse schon mal da oben waren. Und wisst ihr, was jetzt wieder losgeht? Jetzt kriege ich in den letzten Tagen unfassbar viele Nachrichten von Leuten, die ich gut kenne, beziehungsweise ja auch von vielen von euch, mit denen ich schon lange in Kontakt bin, ob es nicht sinnvoll wäre, jetzt zu verkaufen. Es ist doch klar, dass mit dem Gasembargo kommt und jetzt geht es mit den Zinsen erst so richtig nach oben und so weiter und so fort. Da ist doch jetzt klar, dass es jetzt weiter gen Süden geht. Und was passiert? Die Leute wollen nicht etwa kaufen jetzt. Das ist doch das Verrückte. Jetzt, wo die Kurse nach unten gehen, sollte man kaufen, sondern es ist eher der Gedanke zu verkaufen. Und das ist, ja, ich glaube, dass wir bei der Geldanlage und wenn man jetzt an die Bücher von Gerd Kommer denkt und so weiter, natürlich ist es rational, den thesaurierenden ETF zu kaufen und wenn du dann in Ruhestand gehst, dann verkaufst du halt die Anteile, die du brauchst. Oder wenn du auf die regelmäßigen Ausschüttungen stehst, dann verkaufst du halt die keine Ahnung, verkaufst du immer für 1% oder sowas von dem Ding und teilst dir das auf 12 gleichmäßige Stücke auf oder was weiß ich nicht was. Das wäre natürlich rational, aber ich glaube, wir sind als Menschen einfach nicht solche rationalen Wesen und deswegen ist das die größte Gefahr, die es gibt, ist, dass Menschen, wenn es nach unten geht, verkaufen. Und um dieses Risiko zu eliminieren, kann es sinnvoll sein, oder ich glaube, dass das Risiko minimiert wird, wenn du wirklich breit gestreut einzelne Aktien hast, die Dividenden ausschütten. Natürlich, das ist natürlich ultra subjektiv, weil das ist ja genau das, was ich mache. Natürlich bin ich davon überzeugt und glaube, dass das eine bessere Strategie ist oder nicht eine bessere Strategie ist, aber dass das einfach eine Strategie ist, die den Leuten hilft, durchzuhalten. Wäre ich sehr interessiert, wie du das siehst, wie deine Strategie ist, beziehungsweise auch, wie es in deinem Umfeld aussieht, insbesondere 2020 oder auch jetzt, wie die Leute da, ob die Leute schon wieder verkauft haben und wenn ja, ob sie einzelne Aktien haben oder ETFs. Ich glaube auch noch ein weiterer psychologischer Punkt ist, wenn du 100 Positionen hast, jetzt übertrieben gesagt, und du musst 100 Mal den Verkaufsbutton drücken, jetzt in der Krise, das ist viel schwerer, als wenn du eine Position hast, einen ETF und den stellst du halt mal glatt. Ich glaube, das ist auch noch eine psychologische Sache. Aber bin noch nicht fertig. Ich habe noch ein anderes Argument und zwar bin ich darauf gekommen, habe ein längeres Gespräch geführt mit einem etwas älteren Herrn, der ist schon seit Ewigkeiten investiert und der hat unter anderem eine BASF schon seit Ewigkeiten und auch eine Nestlé. Und waren noch ein paar andere deutsche Werte dabei, die er auch schon ein bisschen länger hat. Und da ist mir aufgefallen, ich kenne inzwischen viele Leute, die von mir aus eine BASF, eine Siemens, eine Nestlé, eine Coca-Cola, eine Procter & Gamble oder auch Colgate Palmolive ist auch so ein berühmtes Beispiel. Das haben die Leute teilweise seit 30, 40 Jahren und haben das nie verkauft. Die haben unfassbare Renditen mit diesen Werten erzielt. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der vor 20 Jahren eine Amazon-Aktie gekauft hat und nie wieder verkauft hat. Ich kenne Leute, die vor 20 Jahren eine Amazon-Aktie gekauft haben, aber als die Aktie da ist, da hat man dann 2006 und 2009 mal ein bisschen was verkauft, dann hat man 2014 wieder nachgekauft oder sowas. Aber dass man die Aktien einfach, keine Ahnung, vor 30 Jahren gekauft hat und dann nie wieder angefasst hat, das gibt's nur ganz selten. Und meistens sind das dann Werte, eben die Dividenden ausschütten, wo du dann eben langfristig an den Dividenden beteiligt wirst. Ich glaube, dass dieses, ja klar, wenn du eine Amazon-Aktie vor 20 Jahren gekauft hast, Friede, Freude, Eierkuchen oder eine Alphabet oder sowas, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber in der Realität kommt das irgendwie so gut wie nie vor. Was hingegen vorkommt, dass die Leute eben irgendwelche Dividendenwerte kaufen, die dann ewig halten.
Eine Ausnahme muss ich machen. Ich kenne jemanden, der so lange eine Berkshire-Aktien hält. Da kenne ich jemanden. Aber das ist die einzige Ausnahme und ich kenne viele Aktionäre inzwischen, die schon sehr viele Dekaden an der Börse sind. Aber die meisten, die langfristig dabei sind und wenn die, ja, wie lange hast du welche Positionen im Depot? Das sind immer irgendwelche 0815 Dividendenwerte. Und ein letzter Punkt kommt noch. Also ich glaube, dass das größte Problem ist und eigentlich an der Börse sind du und ich. Und das zu eliminieren ist, oder die Gefahr zu eliminieren, dass wir verkaufen, wird einfach reduziert durch, ist quasi eine Risikominimierung, könnte man vielleicht sagen, indem man Einzelaktien mit Dividenden kauft, aber bitte wirklich, wirklich breit gestreut. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, da ging es um, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber um die Rente in Estland. Und zwar gibt es da irgendwie eine Gesetzesänderung und es ist so, dass die Leute sich einen Teil ihrer Rente ausschütten lassen können, irgendwie die zweite Säule oder sowas und können das Geld, das ist davor quasi von Banken verwaltet worden und am Kapitalmarkt investiert worden, aber wohl recht konservativ und es gab wenig Wettbewerb zwischen den Banken, wie auch immer. Auf jeden Fall will die liberale Regierung, wollte dort quasi für Wettbewerb sorgen und dass die Leute selber ihr Geld anlegen können. Naja, wisst ihr, was passiert ist? Viele Leute, irgendwie 1,3 Milliarden, und Estland ist nicht so groß, 1,3 Milliarden sind allein in den ersten Monaten ausgegeben worden für Reisen und Autos. Die Leute haben die unfassbare Möglichkeit, ihr Geld anzulegen und ihre Rente selber anzulegen. Stellt euch mal vor, ihr könntet die Hunderttausenden Euro, die die meisten in die Rente einzahlen, könntet ihr an der Börse investieren. Und die meisten Menschen sind aber eben nicht so rational und sagen dann, okay, ich lege das Geld für 20, 30, 40 Jahre halt in den ETF oder sowas an, sondern wir sind im Großen und Ganzen nicht so rational, nicht so, ja, nicht alle Homo economicus. Und deswegen ist es, glaube ich, ja, also das Dividende, ja, nein, ETFs, ja, nein, letztendlich sind das ja immer nur so, ja, es ist gut, wenn man investiert. Aber ich glaube, die größte Gefahr besteht einfach darin, dass man die Werte, wenn es nach unten geht, verkauft. Und das habe ich jetzt, ich habe jetzt quasi zwei so Abschwünge mal mitgemacht. Ich will mir nicht ausmalen, wie es aussieht, wenn wir mal 2, 3 Jahre so einen Bärenmarkt haben. Wenn es jetzt, ich meine, wir haben jetzt was, ein halbes Jahr oder so geht es, glaube ich, nach unten. Und es ist teilweise echt, echt schlechte Stimmung. Ich hatte mal eine Umfrage auf Instagram gemacht, da sind bei mir auch, glaube ich, 8% der Leute, die mir folgen, denken übers Verkaufen nach oder so. Wie wird das wohl aussehen, wenn wir mal 2, 3 Jahre an der Börse den Weg nach unten haben? Deswegen, glaube ich, sind Einzelaktien, die eine Dividende ausschütten, einfach ja so ein Schutz vor der Dummheit des Menschen, vor der Nichtrationalität, vor der Irrationalität des Menschen. So, ich möchte jetzt keinen Religionskrieg vom Zaun brechen, das ist einfach nur mal so eine Überlegung, ja, ich glaube, dass die Dividende schon deutlich mehr wert ist, als das, was man auf dem Papier sieht. Und ja, unterm Strich ist es nicht sinnvoll. Ich weiß, das sind wir uns alle einig, kann man überall nachlesen, ist für den Deutschen natürlich immer so eine Sache. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, dass wir leider nicht ganz so rationale Wesen sind, wie wir es gern wären, dann glaube ich, gesamt unterm Strich ist die Dividende oder so eine Dividendenstrategie schon deutlich sinnvoller. So. Das aber nur von meiner Seite. Bin gespannt, wie es bei dir aussieht, insbesondere in deinem Umfeld. Oder denkst du vielleicht selber sogar übers Verkaufen nach? Und wenn ja, eher klassisch ETF oder Dividendenstrategie? Das würde mich sehr interessieren. Ach, ein letzter Punkt noch. Ich weiß, es ist vollkommen irrational, eine persönliche Dividendenrendite zu berechnen. Machen trotzdem unfassbar viele Dividendeninvestoren. Und da ist es allein, ich verkaufe doch nicht, ich habe da eine persönliche Dividendenrendite von 8-9% oder sowas. Ist super. Ist rational, kompletter Mumpitz. Bringt überhaupt nichts, aber wenn das der Grund ist, warum die Leute dann eben in der Krise nicht verkaufen, dann super Sache. So, lange Rede, kurzer Sinn, soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.